Willkommen im glühenden Sand von Tatooine. Ich bin Sharak Brief. Unser Herr und Meister Darth Barras hat mich gebeten, mein Wissen über diesen Planeten mit euch zu teilen und euch bei der Suche nach dem Jedi-Meister Yonlak behilflich zu sein. Welche erfreuliche Begegnung. Ich werde euch den Weg weisen. Ihr findet Meister Yonlak, wenn ihr dem Weg der Padawan-Schülerin und ihres Meisters folgt. Ich zeige euch, wo sie aufgebrochen sind. Ich bin ihnen zur verbotenen Höhle des alten Sanddämons gefolgt. Die Schülerin ließ all ihre Waffen zurück und betrat sie allein. Kaum zu glauben, dass sie unversehrt zurückkehrte. Die Macht war auf ihrer Seite. Sie ist eine starke Waffe. Ich habe die Stärke der Macht bereits gesehen, doch das hier grenzt an ein Wunder. Der Sanddämon ist die gefährlichste Kreatur dieses Planeten. Niemand betritt seine Höhle und kommt unversehrt wieder heraus. Ich habe nachgeforscht und der Dämon war dort, ebenfalls unversehrt. Das Erstaunlichste war dieses Glitzern auf seiner Haut. Das ist wirklich merkwürdig. War es Blut? Kein Blut aus einer Wunde. Eher wie die schmierige Substanz, von der Neugeborene umhüllt sind. Was in dieser Höhle vorgefallen ist, bleibt genauso ein Geheimnis wie der Weg, den die Padawan-Schülerin und ihr Meister danach genommen haben. Es gibt nur einen Mann auf Tatooine, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Isibo Jeef. Er ist so alt wie der Sand selbst. Halb verrückt, halb Wahrsager. Ich möchte umgehend mit diesem Mann sprechen. Mit Jeef zu sprechen wird nicht ganz so einfach. Die kleine Farmersiedlung, in der er lebt, wurde von Exchange-Schlägern überrannt. Die Exchange verabscheut das Imperium, weil es sie aus Mos Eila vertrieben hat. Ich darf passieren, aber euch werden sie sofort angreifen. Danke, dass ihr auf mich Acht gebt. Ich möchte euch zum Erfolg verhelfen. Wir treffen uns dann bei Isibo Jeef. Willkommen auf Tatooine. Wenn ihr einen Moment wartet, kann ich euch den Weg zum Forschungszentrum beschreiben. Ich wusste nicht, dass es hier ein Forschungszentrum gibt. Ihr seid... Entschuldigt, mein Fehler. Ein Großteil des imperialen Verkehrs, der hier durchkommt, ist für die archäologische Expedition reserviert. Sicherheitssysteme, wissenschaftliche Ausrüstung, sie sagen mir nicht wofür. Wenn ihr länger hier verweilt, solltet ihr mit Captain Gola sprechen. Wir möchten uns nicht in Sith-Aktivitäten einmischen. Ich werde eurem Captain einen Besuch abstatten. Das sind die Koordinaten des Zentrums. Ich gebe Bescheid, dass ihr auf dem Weg seid. Mein Sith-Lord, ich bedauere zutiefst, dass eure Angelegenheiten euch in dieses verlassene Ödland geführt haben. Wollt ihr der Exchange vielleicht einen Schlag versetzen? Je schneller das Imperium mit ihnen fertig wird, desto schneller können die meisten von uns wieder nach Hause. Diese Verbrecher schmuggeln unsere Sprengsätze aus Mos Eila raus und verkaufen sie der Republik. Wir müssen ihnen zeigen, dass das eine schlechte Idee ist. Seit wann liegt das in meiner Verantwortung? Bedauerlicherweise verlangen meine Pflichten, dass ich hier bleibe. Wir brauchen unsere Sprengsätze zurück und müssen herausfinden, wer ihre Operation leitet. Wenn ihr uns helft, bekommt ihr die Standorte aller verdächtigen Verstecke. Aber seid vorsichtig. Wir haben bereits einige gute Soldaten an die Exchange-Wachen verloren. Ist das alles? Die Verstecke säubern? Wir müssen auch die Drahtzieher aus dem Weg schaffen. Wenn ihr von ihren Männern angegriffen werdet, durchsucht sie. Sie müssen irgendeine Basis haben, eine Kommunikationszentrale. Die Sicherstellung der Sprengsätze ist wichtig, aber wir müssen auch ihre Anführer beseitigen, um das Problem ein für alle Mal zu lösen. Kyla, ich brauche diese Wasserdaten. Ohne Bericht bekommen wir keine Versorgungsgüter mehr. Tut mir leid, Sir. Ich überprüfe das so schnell es geht. Sand in den Anzeigen. Mist. Holt ein paar Techniker aus der Region her. Vielleicht können Sie das reparieren, während ich unsere Gäste begrüße. Gestatten, Baden Gola, Imperialer Bergungsdienst. Ich habe Ausgrabungen auf Siost, Malachor II und Nimdrovis geleitet. Aber außer Hitze und Staub hatten wir nichts als Ärger. Wer trifft hier die Entscheidungen? Ich leite das Tagesgeschäft der Crew, aber wir berichten... Captain Gola und seine Crew unterstehen mir. Ich bin Darth Silta. Sie sind meine Hände und graben und schürfen dort, wo ich es nicht kann. Wir sind nach Tatooine gekommen, um ein Rätsel zu lösen, von toten Männern und Wüstengeheimnissen. Nicht zur Eroberung, sondern wegen Energie. Was könnte das Imperium auf dieser Staubkugel wollen? Ich hatte diese Welt auch lange für unbedeutend gehalten. Jetzt nicht mehr. Das Imperium fand kürzlich eine beschädigte Fähre, die durch den Raum trieb. Sie kam von einer Forschungsbasis der Cherka Corporation auf Tatooine. Cherka hatte Artefakte von Tatooine, die sie als Fund des Millenniums anpriesen.
mysteriöse Geräte mit der Energie einer Sonne. Aber einen Monat nach dem Start der Fähre verschwand ihre Forschungsbasis. Chaka tauchte nie wieder auf. Irgendwo in dieser Wüste liegt genügend Energie, um eine Welt zu zerstören. Eine Galaxis neu zu erschaffen. Mein Team wird die Chaka-Basis finden und mit ihr diese Artefakte. Wir werden ihre Geheimnisse erfahren. Begleitet ihr uns? Wenn hier solche Energie verborgen ist, werde ich sie erlangen. Ha! Das ist wundervoll! Unsere Familie erhält Zuwachs, Captain! Wenn ihr das sagt, mein Lord, willkommen im Team. Nun, verteilt in der Wüste im Schutz von Höhlen lebt ein Volk, das sich die Söhne von Palawan nennt. Ein Stamm mit strengen Ritualen, der nach Tatooine kam, um sich gegen die Elemente zu behaupten. In einer Siedlung in der Nähe ist etwas, das wir brauchen. Wie wollen Sie das tun? Sie rammen ihre Fäuste in den Sand und bohren so nach Wasser, anstatt Vaporatoren zu verwenden, wie man es erwarten würde. Aber die Söhne von Palawa haben vor allem einen Hinweis auf das Schicksal von Chaka. Was war es noch gleich, Captain? Experimentelle Kampfdroiden, die mit Turbolasern, Schilden und wer weiß was bewaffnet sind. Chaka-Droiden, zweifellos von den Söhnen von Palawa umgebaut. Und die Stammesangehörigen wollen nicht teilen. Das erledige ich. Seit das Imperium Mos Ila erobert hat, sind wir Eindringlinge für die Söhne von Palawa. Sie schießen auf jeden, der in ihre Nähe kommt. Aber wieso sollte euch das aufhalten? Wenn die Droiden wirklich von Chaka sind, will ich deren Geheimnisse lüften. Zerlegt sie. Schält die Droiden aus ihrer Rüstung und bringt dem Captain ihre Verbohirne. Dann werden sie uns zur verschollenen Chaka-Basis führen. Welch ein Glück. Ihr beglückt mich mit eurer Anwesenheit genau in dem Moment, da das Imperium eure Talente am dringendsten benötigt. Diese Generatoren haben früher fast ganz Mos Ila versorgt. Das Imperium will sie wieder aktivieren, aber die Jawas kommen mir in die Quere. Sie haben diese Maschinen gebaut, als sie die Stadt kontrolliert haben. Jetzt muss ich ihre wertlose Technik für den Einsatz durch das Imperium umbauen. Aber diese Jawas wollen mir die Energiekerne nicht aushändigen, die ich dafür brauche. Was ist so besonders an diesen Energiekernen? Sie basieren auf Java-eigener Technologie. Ich habe versucht, sie über einen Handel zu bekommen, aber die Zwerge haben sich geweigert. Sie behaupten, sie brauchen sie, um damit Droiden mit Energie zu versorgen. Eine Art Verteidigung gegen die Exchange. Wohl eine Ausrede. Das Imperium kann Ungehorsam nicht tolerieren. Könntet ihr in ihrem Lager vielleicht ein Massaker anrichten, ihre Droiden zerstören und mir die Energiekerne bringen? Für den Ruhm und die Verteidigung des Imperiums? Das ist besser keine Verschwendung meiner Zeit. Ich würde euch niemals mit etwas Belanglosem belästigen. Die Jawas haben ihre Verteidigung außerhalb der Stadt errichtet. Ich zeige sie euch. Euer Ruf aufgrund unbarmherziger Perfektion eilt euch voraus. Dient diese offensichtliche Anbiederung als Einleitung, um einen Gefallen zu erbitten? Mein Name ist Commander Velos. Ich kam nach Tatooine, um das Jawa-Problem zu beseitigen. Ich frage mich, ob ihr auf all euren Reisen Erfahrung beim Einsatz der Macht an niederen, fremdartigen Spezies gemacht habt. Es gibt kaum etwas, das ich nicht über die Macht weiß. Ich frage hauptsächlich wegen der Jawas, den hiesigen Eingeborenen. Man sagte mir, ich müsse nicht mit Ärger rechnen. Ist es möglich, dass sie die Macht einsetzen? Ein Dutzend meiner Offiziere wurde von diesem Ungeziefer getötet, alle mit Verbrennungen wie von Blitzen. Wenn die Jawas die Macht einsetzen, um sich gegen unsere Besetzung zu wehren, müssen wir dem Rat der Sith den Beweis bringen, damit er diese Bedrohung vernichten kann. Was ist nötig, um sie zu überzeugen? Ich habe Informationen von einer Patrouille, die es geschafft hat, zurückzukehren. Die Jawa-Stämme sind nicht so isoliert, wie wir gedacht haben. Scheinbar kommunizieren sie über geheime Relais tief in der Wüste miteinander. Wenn sie Machtanwender ausbilden, sind diese Relais unser Weg, um herauszufinden, wo und wie. Gibt es schon einen Plan dafür? Wir müssen die Relais anzapfen. Aber die Jawas haben umgerüstete Angriffsdroiden um jedes davon aufgestellt und die Nachrichten sind verschlüsselt. Die Kommunikationsrelais sind in der Wüste außerhalb von Mos Ila. Wenn ihr helfen wollt, platziert Wanzen daran und jagt dann die Jawas dort. Wenn wir Glück haben, hat einer davon den Entschlüsselungscode. Verbrecher und Rumtreiber! Überall auf Tatooine werden die großen Werke des Imperiums von Verbrechern und Rumtreibern belagert! Major Veer, Sir, ihr habt Besuch.
Welch unerwartete Freude! Bestimmt wurdet ihr in diese rückständige Provinz entsandt, um hier für Ordnung und Disziplin zu sorgen. Meine Ziele hier gehen nur mich etwas an. Ah, aber eure Ankunft steht dennoch unter einem glücklichen Stern. Wie ich den faulen Säcken unter meinem Kommando gerade erklärte, widersetzt sich das Exchange-Verbrechersyndikat auf schamlose Weise den Anweisungen des Imperiums. Das imperiale Gesetz hat sie verbannt. Und doch beherbergen sie hier Dutzende von Mördern und Spice-Dealern. Sie haben sogar angefangen, außerhalb von Mos Eila Spice aufzubereiten. Und meine Leute weigern sich immer noch einzugreifen. Aber Sir, wir haben 15 Männer verloren, als wir das letzte Mal... Ruhe! Die zahlreichen Fehlschläge dieser Kompanie sind mir wohl bekannt. Ich muss mich demnach an andere wenden, wenn das imperiale Gesetz wieder herrschen soll. Erst einmal muss ich wissen, worum es geht. Die Aufgabe ist einfach. Die Spice-Aufbereitungsanlage vor Mos Eila muss völlig zerstört werden. Tötet auch die Wachen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Wenn die Leute tot und die Maschinen verschrottet sind, sollte die Botschaft deutlich genug sein. Ich werde euch mit Freuden empfangen, wenn alles erledigt ist. Die Welt weint und ihre Tränen verdampfen in der Glut unserer Sünden. Ich glaube, ihr meint die Glut unserer Sonnen, Isibo. Nein, mein Kind. Eine dunkle Präsenz hat vor kurzem Tatooine betreten. Ah, Sith, ihr habt es geschafft. Wie ich sehe, waren die Feinde draußen euch nicht gewachsen. Reden wir doch einfach mal Klartext. Um das Geschäft zu erledigen, das ihr vorhabt, muss man wirklich sehr tief sinken. Ihr seid der Suchende, von dem Sharak gesprochen hat. Ihr möchtet also verstehen, was der Jedi in der Höhle des Sanddämons wollte? Ich hatte mir hier schillernde Unterhaltung versprochen. Wenn die Sonnen hell erstrahlen, schillert alles auf Tatooine. Bitte, Isibo, beeilt euch. Sagt, was ihr wisst. Ich bin ja nachher auch noch da, um eure Weisheiten zu hören. Na schön. Kommt bitte näher. Nur wenige wissen, dass Tatooine früher ein Ort der positiven Machtenergie gewesen ist. Viele Jedi pilgerten hierher, um sich zu erneuern und zu läutern. Der Sand spricht von einem Ritual des Dämonenbluts. Wahrscheinlich hat der Jedi, den Sharak beobachtet hat, es vollzogen. Ich verabscheue dramatische Pausen. Für die Alten kommt der Atem nicht mehr so mühelos. Im Dämonenblut-Ritual bedeckt sich ein Jedi, der Erleuchtung sucht, mit dem frischen Blut eines Sanddämons und betritt dann das Dorf der Wilden. Die Wilden werfen sich dem Dämonentöter zu Füßen und geben den Weg zur Selbsterkenntnis preis und zu dem, was der Dämonentöter sucht. Das klingt wie ein Kindermärchen. Wir sind doch alle Kinder. Sogar noch in meinem Alter. Isibo, ich sagte euch bereits, das Mädchen ist der Bestie begegnet, hat sie aber nicht verwundet. Es muss noch einen anderen Weg geben, um im Blut der Bestie zu baden. Aber den müsst ihr selbst herausfinden, wenn ihr das wollt. Um zu erfahren, wo dieses Jedi-Mädchen hingegangen ist, müsst ihr selbst das Ritual vollziehen und dann sehen, ob die Wilden reden. Ich weiß eure Hilfe und eure Ratschläge zu schätzen. Tretet nicht so fest auf meine Wüste. Sie hat schon so viel durchmachen müssen. Hier sind die Koordinaten, die ihr braucht. Wenn ihr mit dem Sanddämon fertig seid, treffen wir uns in der Anlage der Sandleute. Wenn die Legende wahr ist und die Sandleute etwas für euch haben, dann möchte ich es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich bin Freeherr Von, von den Söhnen von Palavar. Ihr habt diese Schlacht gewonnen und ich möchte verhandeln. Ihr habt keine Gnade walten lassen. Sagt uns, warum unsere Frauen und Kinder weinen, auf dass diese Fehde ehrenhaft sei. Es war nicht meine Entscheidung. Ich wollte Gewalt vermeiden. Dann hättet ihr gar nicht erst herkommen sollen. Wir wissen von der Expedition des Imperiums. Was immer ihr sucht,
Ihr werdet es nicht finden. Die Wüste beschützt, was ihr gehört. Und obwohl wir euch nicht aufhalten können, hütet euch vor Tatooine. Und hütet euch vor unserer Rache. Ihr habt euch heute einen Feind gemacht. Rache kann warten. Lasst uns jetzt in Frieden auseinandergehen. Geht. Wir müssen uns um die Verwundeten kümmern und Gräber ausheben. Wir werden uns früh genug wiedersehen. Nehmt euch ein Beispiel, Jungs. So sieht Erfolg aus. Eine ganze Exchange-Operation am Boden zerstört. Ich hoffe, eure Leistung wird sie inspirieren, ihre eigene Arbeit wenigstens halb so gut zu verrichten. Dann bleibt nur noch meine Bezahlung. Was? Ich... Ja, natürlich. Nehmt dies mit meinem ergebensten Dank. Dank eurer Arbeit steht unser Imperium jetzt viel besser da. Lebt wohl! Ah, ich muss euch für eure Arbeit an der Jawa-Kommunikation danken. Die Wanzen sind platziert und empfangen bereits. Wenn die Jawas eine Rebellion planen, erfahren wir sofort davon. Ich nehme an, den Entschlüsselungscode zu finden war kein Problem für euch. Mal sehen, ob das eure Theorien bestätigt. Lasst mich den Code unserem Überwachungsteam übermitteln. Ah, ja, die Jawas reden von Trägern des Geistes, die die Magie ihrer Schamanen besitzen. Ich nehme an, sie meinen die Macht. Ihre Jungen gehen zu einem geheimen Trainingslager, um dort die Schamanenmagie zu lernen. Dort bauen sie eine Armee auf. Wir müssen sie aufhalten. Diese Schamanen, die die Armeen ausbildet. Wir müssen sie in Gewahrsam nehmen, sie untersuchen, mehr über sie erfahren. Es ist lächerlich anzunehmen, dass diese Kreaturen das Imperium bekämpfen könnten. Nicht unsere Entscheidung. General Kavrelax, Sith-Berater, hat meinen Bericht gesehen und möchte die Schamanen eigenhändig studieren. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr dafür sorgt. Einen widerspenstigen Machtanwender zu verschleppen, ist leichter gesagt als getan. Wir haben das große Glück, einen Lord der Sith in unserer Kolonie zu haben. Lord Bero. Sprecht mit ihr. Sie hat sich einen Ruf geschaffen, indem sie Jedi lebend gefangen genommen hat. Sie hat vielleicht Techniken, die sie mit euch teilen könnte. Ich sage ihr, dass sie euch erwarten soll. Euer Schmugglerring ist am Ende. Das hier konnte ich noch bergen. Ausgezeichnet. Ich hatte schon so etwas gehört und gehofft, dass ihr es wart. Die hiesigen Behörden sind in Aufregung versetzt. Man spricht von einem unprovozierten Massaker möglicher Exchange-Mitglieder. Hoffentlich kann euch das für eure Zeit entschädigen. Was stimmt nicht, Hale? Ich spüre eure Angst. Verzeiht, mein Lord, ich muss an die Zeit auf Sios denken, als ich lebendig begraben wurde. Das ist gut. Nutzt diese Angst, Hale. Lasst euch von ihr antreiben. Ah, habt ihr uns die Droidenhirne gebracht? Die kleine Aufgabe ist beendet. Ich spüre, wir werden zusammen unglaubliche Dinge erleben. Jerkas Entdeckung ist irgendwo da draußen und lässt die Macht erbeben. Beginnen wir mit der Analyse der Verbohirne. Kyla? Beim Löschen des Speichers wurden alte Dateien zerstört. Aber anscheinend haben die Söhne von Pallava die Droiden von Jawas erworben. In Ordnung. Dann sind die Jawas wohl unsere nächste Spur zur Checker-Basis. Ich warte noch immer darauf, etwas Nützliches zu erfahren. Ihr seid beim Bergungsdienst. Das ist nützlich. Beruhigt euch, Kyla. Auch wenn ihr damit recht habt. Die Jawas sind eine der einheimischen Spezies hier. Primitive Meister von Maschinen. Sie überschwemmen die Handelssaison wie Ratten, verkaufen Droidenteile und Generatoren und kehren dann in die Wüste zurück. In meinen Träumen sehe ich eine Gruppe, die im Ödland nahe der Stadt zurückgeblieben ist. Findet sie. Ich muss meditieren. Seit wann liegt das in meiner Verantwortung? Captain Gola und sein Team könnten auch gehen. Aber Kyla würde sterben, von Raids zerfleischt. Hale würde fallen, vom Durst ermattet. Ich sehe bei einem Treffen mit den Jawas keine Überlebenden voraus. Nein, diese Mission entspricht euren Fähigkeiten. Zeigt die Verbohirne den Jawas. Vielleicht können sie deren Ursprung feststellen. Sie haben sicher keine Aufzeichnung, aber sie sind schlau.
Viel Glück auf der Jagd. Sorgt dafür, dass ihr nicht dehydriert. Und seid vorsichtig. Ah, natürlich. Hallo. Ihr müsst der kluge junge Sith sein, den ich erwarte. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass ihr in eine Mission dieser Art einwilligt. Die Vorstellung, dass ein Jawa, der niedrigste Abschaum unter den Fremdlingen, die nötige Disziplin hat, um mit der Macht umzugehen, ist äußerst beleidigend. Diese Jawa-Schamanen sind einfach nur Scharlatane, die Leichtgläubige mit ihrer Show beeindrucken. Wenn es jedoch wahr wäre... Euer Glaube scheint nicht so unerschütterlich, wie ihr es gerne hättet. Es ist möglich, dass diese Angelegenheit im ganzen Imperium zu Chaos führt. Stellt euch vor, niemand würde mehr die Macht der Sith respektieren. Stellt euch vor, sie würden glauben, dass der einfachste Sklave mit den gleichen Kräften umgehen kann. Zum Schutz des Imperiums muss die Macht unbedingt ein Mysterium bleiben. In den Händen der Elite, nicht von Jawas. Ist das ein schlechter Zeitpunkt, um euch nach einer Beschränkung der Machtanwender zu fragen? Ganz im Gegenteil. Ich werde euch bei Commander Vilos Auftrag helfen, aber nur, weil ich erwarte, dass ihr eure Ziele ändert. Sucht dieses Ausbildungslager der Jawas, findet die Schamanen, aber tötet sie und alle anderen Machtanwender, die ihr findet. Bringt Commander Vilos einen gewöhnlichen Jawa-Krieger und erzählt ihm, er sei die Schamanen. Alle Studien werden dann eindeutig beweisen, dass Jawas keine Verbindung zur Macht haben. Ich werde nicht für euch lügen, nur um euren politischen Zielen zu dienen. Meine Ziele sind die Ziele des Imperiums. Commander Vilos ist ein Narr. Aber er hat unsere Vorgesetzten über das Problem informiert und sie erwarten Ergebnisse. Bitte überlegt es euch noch einmal, auch wenn ich euch bei dem Auftrag nicht behindern werde. Diese Ketten haben schon viele Jedi festgehalten und sollten auch bei eurer Schamanin funktionieren, falls sie wirklich existiert. Wama Utojakoga Utopawa, du Bambawula. Jawa, ich habe hier Teile eines Droiden, den du verkauft hast. Sie müssen identifiziert werden. Kokolo Kopane Tejaka. Schau es dir nur kurz an. Ich werde dich nicht von der Arbeit abhalten. Ich räume euch den Weg frei und du sagst mir, was ich wissen muss. Ich habe den Weg freigeräumt. Eure Gruppe sollte nun reisen können. Ich muss mehr darüber erfahren. Glaub ja nicht, dass du mir Schrott andrehen kannst. Unabonko wa uni kupa tontika matutugi. Kavatuga amishka. Kabanutas ma watila.